Die Vorwürfe sage ich nur eine leere Papiere und das ist nicht wahr und die haben gelogen und ich hoffe, heute werden wir das alles beweisen. Ich hoffe es heute oder morgen, ich hole meine Tochter raus und mitnehmen nach Hause und Gerechtigkeit, eine gerechtliche Tag sein. Wir uns scheinen die nicht sehr belegt zu sein, die Vorwürfe. Das heißt, wir sehen die Beweislage sehr dünn. Es liest sich alles sehr konstruiert. Und ob es überhaupt Straftaten sind, erscheint ebenfalls fraglich, weil es sich ja um Auftritte auf öffentlichen Veranstaltungen handelt, die nicht verboten waren. Es liegt alles zeitlich sehr lange zurück, sodass es auch verwundert, dass es jetzt vorgeworfen wird. Es gibt keinen Anlass dafür. Uns erscheint das alles sehr konstruiert. Also eigentlich kann man sagen, Mesha Letolo hat sie auf dem besten Weg. Es geht darum, politischen Druck auf Erdogan zu erhöhen. Wir haben nach wie vor eine militärische Kooperation, eine geheimdienstliche Kooperation. Wir haben Hilfsgelder, die in die Türkei fließen. Wir haben die Verhandlungen über die Zollunion mit der Europäischen Union. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Die Frage der Visa-Verhandlungen über Visafreiheit. Wir sehen ja, dass die US-Regierung anders reagiert hat in der Auseinandersetzung mit Erdogan. Also das ist doch eine offene Frage. Was mache ich eigentlich in den konkreten Beziehungen? Sie müssen meines Erachtens deutlich verschärft werden. Der Druck muss erhöht werden auf Erdogan, dass diese deutschen Staatsbürger freikommen. Ich rechne, es müsste eine sofortige Freilassung erfolgen, wenn man sich die Anklageschrift anschaut, weil sie nichts standhält. Aber es ist ein politischer Prozess und insofern ist die Frage natürlich offen, was mit Mesha Letolo passieren wird. Es kann sein, sie wird weiterhin als Geisel von Präsident Erdogan hier festgehalten.